Hallo und herzlich willkommen wieder. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkin screams in the dead overnight. Okay, ja, wir sind jetzt und hier. Willkommen zur Special. Spyro, Windhafen, los geht's. Special Halloween Episode, nicht weil sie an Halloween erscheint, sondern weil wir sie an Halloween aufnehmen. Yeah. Nee, eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht. Hat ihn angekotzt. Was für ein Doofmann, ey. In der PS1-Version hatten die immer diese ganz witzige Lache mit diesem. Ich weiß auch nicht. Alter, das ist ja viel heller. Was? Ist das jetzt Windhafen oder wie? Das ist jetzt Windhafen, ja. Ah, okay. Alter, diese Welt ist hier ja mal richtig hell. Auf der PS1 war die so dunkel, diese Welt. Okay. Ja, keine Ahnung. Also, die hat doch immer noch diesen dunklen Schleier. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie die Flammen unserer Kessel gelöscht und jetzt auch noch unser Schiff lahmgelegt. Wenn du die Feuer unter den Kesseln wieder entfachst, kommst du sicher zum Schiff. Der Dampf aus den Kesseln aktiviert unsere höchst fortschrittlichen Maschinen. Höchst fortschrittlich. Oh, der Dampf aus den Kesseln. Höchst fortschrittlich. Ja, dann können wir hier dann so. Das sind höchst fortschrittliche. Richtig, Maschinen, höchst fortschrittlich. Ja, wie machen wir das? Heftige, so, wir machen das hier. Und dann macht es hier so, oh yeah. Heftige Steampunk-Maschinen, ey. Und dann, wow. Gehen wir da nach hoch. Easy. Voll krass. Also, ja, worauf ich gerade eben hinaus wollte, es ist quasi gestern bei Halloween, war mittlerweile 1:01 Uhr und es ist schon der 1.11. Ja. Aber das ist egal. Boah, guck Ideen an hier. Heute ist ein Fall. Oh Gott, das ist. Ist das die Merkursonne? Ah, ist die Merkursonne, oder? Ja, kann sein. Wer sind die da überhaupt? Ja, alle sind hier böse. Wir können den da übrigens noch nicht umbringen. Oh, guck mal, jetzt hier so. Oh, hallo. Und jetzt. Aha! Ja, jetzt ist er wieder böse. Okay, die habe ich vergessen hier. So. Jetzt ja, habe ja. ich aus Versehen eine kleine Muschel umgebracht. Oh, guck mal. Nein! Ich werde dich rächen! Und das arme Ding, ey. Sind auch wieder die Typen, denen wir gerade eben geholfen haben, oder nicht? Ja, irgendwie schon. Oder. Na, das kann man also ja nicht einfach so. Raupen. Man kann doch nicht einfach hier allesamt unter einen Kamm scheren hier, Daniel. Das geht doch nicht. Meinst du, es gibt gute und böse Raupen? Vielleicht. Warte mal, da hinten war doch einer. Ja, ja. Habe ich auch gekriegt. Haha. Oh, da oben ist noch das Ding. Nice. Ja. Sei ein kleines Ding. Schon wieder die Muschel umgebracht. Das wollte ich nicht. Mann. Ich glaub dir nicht, dass passiert. Das passiert. So, jetzt müssen wir tauchen. Wow. Nach Jahren mal wieder ins kühle Nass. Oh, yeah. Nach Jahren. Ach ja. Das ist überhaupt nicht lange her, das letzte Wasserlevel. Ich vermisse das richtig. Ja, total. Ja, das hier ist eher weniger Wasser. Wobei. Boah. Das ist ja. Ist Wasser. Käsesoße. Rotes Wasser. Achso, Käse. Okay. Das sieht echt aus wie Käse. Boah, ist da keine Lava? Das sieht aus was wie soll Käse, das ja. Das ist ein bisschen hell für Lava. Bin fort. Hm. Aber so ist das ja easy. Dann können wir das hier anmachen. Und. Ah, der wollte das ja ausmachen, der kleine Wicht. Feuer macht dir lustigerweise keinen Schaden. Ja, ja. Oh. Das ist sogar die Mission schon. Wow. Okay, mach mal. Die Landratten haben überall im Hafen diese Stachelminen verteilt. Wenn du sie beseitigst, kriegst du diese Kugel, die ich gestern in einer Muschel gefunden habe. Okay. Dann schießen wir die Minchen ab. In die gute Mine. Ja, ja. Weiß ich nicht. Die ist aus Asterix. Ja, ah. Ist richtig. Nice. Ah, okay. Du hast ihn das noch dann so mach ich. Bodisch. Ja, ja. Denk an den nice, Bodisch, mein gelohnt. Junge. Ich werde dich auch mal. So. Ist hier noch irgendwas, was du von hier aus erwischen kannst? Nein. Aber passt. Denke ich mal. Okay, stimmt. Jetzt kommt das hier. Was? Die haben ja fliegende Boote. Nice. Wie cool. Fliegend. Ich weiß nicht, warum die fliegen.
Fliegende Boote sind definitiv die Zukunft. Aha, wow. Steampunk-Zukunft. Ja, definitiv. Die Zukunft. Die Zukunft. Ja, geh weg. Ah, das ist schon wieder so eine... So ein extra life. Ich muss sagen, hier die Welt gefällt mir richtig gut. Gefällt mir sogar fast besser als die letzte. Ja, das freut mich. Diese Welt ist übrigens bekannt für eine der nervigsten Missionen. Ah, okay. Ja, das weiß ich ja nicht. Sie gefällt mir nur vom Stil her sehr. Ja, da ist noch einer. Das sind zwei Stück. Mhm, und okay. Noch eine. Oh, okay. Okay, jetzt nur noch der letzte. Und ich weiß, wo der letzte war. Der war da. Der letzte unten. War ganz am Anfang. Ja, ja, genau. Vielleicht hättest du den mit dem ersten Geschütz noch umbringen müssen. Könnte sein, wir werden darauf zurückkommen. Weil sie auf die andere Seite schießen. Oh Gott. Auf jeden Fall, die Gegner, die hier sind, sind keine große Herausforderung, muss ich sagen. Ist doch schön. Ist doch auch mal schön. Das wollte ich nicht. Ist wieder ein wenig einfacher zu haben. Schaffen wir vielleicht noch das Level hier wieder in einem Part. Ja, kann gut sein. Da hätte ich schon Lust drauf. Das in einem Party hier zu schaffen. Oh, das ist ein Katapult. Das machen wir aber noch nicht. Nee, da oh nein, er hat Angst. Es tut mir leid, mein kleiner Mann. Ich kann dich hin und her schieben, wenn ich möchte. Tschüss. Ist auch echt. keine Sorge, die spawnen unendlich. Ich weiß. Dementsprechend. Ist auch eigentlich Quatsch, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man die Viecher umbringt, weil sie spawnen halt unendlich. Nein. Oh, what the fuck? Der Mann ist ganz nervös. Oh Gott, er will unbedingt. Muss ihn erlösen. Nein, hör auf. Hey, was soll das? Bisschen lieb zu diesen Tierchen. Wir sind überhaupt nicht. Ja, genau. Sei doch mal lieb zu denen. Ja, richtig. Wie kann man denen denn was antun, diesen kleinen Unschuldigen? Oh Gott. Nein, du kommst her. Penner. Verzeihung. Okay, wir sind fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch ein bestimmtes Ding machen. Nämlich das hier erstmal an. Das und auf der und anderen, auf der anderen Seite. Richtig. Boah. Damit hat sich die Sache. Alter, was für eine Grimasse. Kann ich da rein? Das ist richtig cool. Ich mag das sehr. Bar. Okay. Erstmal schön am Feuer. Da hat sich das. So, Captain. So. Barnaby. Danke, dass du unser Schiff flott gemacht hast, Spyro. Jetzt können wir unseren Gegenangriff auf C4 fortsetzen. Nimm diesen Talisman als Dankeschön. Wir haben erst dem einen Volk geholfen, jetzt helfen wir denen hier. Der ist ja Windbauer, das steht sogar da drauf. Ah, stimmt. Ja, deswegen töten wir auch quasi. Wir haben quasi die beiden Parteien gegeneinander ausgespielt. Ja. Upsi. Aber hey, es geht ja nur darum, die Talismane aufzusammeln. Wir machen das alles eigentlich nur für uns, weil wir gewissen sind. Ja, eigentlich schon. Oh, guck mal, da ist noch das was. Was kann ich auf das Ding? Oh, hier. Das ist der Jumpy. Okay, der geht nur in der Einstellung. Du hier bist. Meine Maschinen sind kaputt und die Zahnräder für die Reparatur sind überall auf den Gleisen verstreut. Kannst du auf das Rollbrett springen und sie einsammeln? Oh nein. Kann ich gleich machen, aber zunächst... Ich habe ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Oh ja, das ist die berüchtigte Mission. Okay. Er sagt bestimmt auch Trouble with the Trolley, ey. Warte, wir müssen hier kurz, warte. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Gott. Ja, okay, wir haben eine Kanone sogar. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Okay. So, okay, das muss ich irgendwie... Irgendwas sagt mir, dass wir das mit den Problemen nicht zum letzten Mal gehört haben. Ja, irgendwie schon. So, wir konnten das hier so... So. Oh, Alter. Das ist... Oh, die... Ah, nein! Probleme mit dem Rollbrett? Das wird jetzt jedes Mal kommen, das sag ich dir. Oh yeah, geil. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Oh mein Gott, so viel dazu, dass wir das eventuell in einem Part abschließen können. Ja. Ja.
Ich habe das nicht kommen sehen, es tut mir leid. Alles gut. Ich war jung und naiv. Oh Gott, das war ganz knapp. Ich hatte noch Ideale. Alles gut, alles gut. Das sind nur 50 Dingsies, das ist nicht so schwer. Eigentlich. Okay. Okay. Es erinnert mich halt vom Style so ein ganz klein bisschen an, an die Rail Grind. Ich ziehe die ganze Zeit hier irgendwelche Vergleiche. Also Rail Grind Missionen bei Ratchet & Clank. Wo man auf diesen Rails grindet. Oh, das ist in Ordnung. Zieh gerne deine Fett. Nein! Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Nein! Mir war das gerade so leicht verzögert. Na, er hat so gesagt: Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Sehr schön, das finde ich toll. So, ja, aber hey, das wird ein easy ja, Mission. Easy going. So. Gar oh Gott, meine Problem. Nase juckt. Ui. Das ist ein ganz ungünstiger Moment, glaube ich. Ja, eigentlich schon. Aber hey, das keine juckende Nase auch. Jetzt hier. Nein, das wollte ich nicht. Ja, falsch. Ich muss doch rüber. Ach, komm, Leute. Probleme mit dem Rollbrett? Aber ja, du erkennst Trouble with the Trolley, ey. Ich seh's, ja. Ja. Aber ich finde die deutsche Version sogar noch viel besser. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Das ist wunderschön. Mach das auch nicht mit Absicht. Probier ich zumindest. Okay. Ich dachte, du hast richtig Bock da drauf, das immer und immer wieder zu hören. Ja, klar. Also Bock ich hätte dir jetzt sofort vorgeworfen, dass du es mit Absicht machst. Was wow. Ich habe okay, draufgeschossen, ja so aber es hat es einfach nicht gemacht. Ich schieße einfach die ganze Zeit. Hast du Probleme mit dem Rollbrett eigentlich? Okay, so. Ja, eigentlich schon. Ein bisschen. So. Vielleicht musst du dich auch einfach sehr konzentrieren, dann ja, das kann passt. Ich ja in der Zeit. Ich bin gesprungen! Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Ich hasse es jetzt. Ob du Probleme mit dem Rollbrett hast, hab ich gefragt. Hab ich Probleme mit dem Rollbrett? Ich hasse das schon so sehr. Vergiss, was ich das mit den Kuhflex oder wie auch immer die hießen, Kuhlex gesagt habe. Das ist die Hölle. Ja, ich weiß schon genau, wie dieser Part hier heißen wird. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Mit dem Rollbrett? Ja, irgendwie schon. Oder wahrscheinlich der nächste Part, ich weiß es nicht. Ich schätze mal, wir sind mit dem Part hier jetzt schon bei fast 20 Minuten oder so. Dann musst du wahrscheinlich doch gleich einen Cut machen. Oder okay. Du machst einen extra langen Part, ich hab ja keine Ahnung. Aber wer weiß, wie lange. Ich hab einen Dingsy verpasst. Nur deswegen. Ich dachte nochmal die ganze Strecke. Hasse fahren. Es. Ah, ich weiß auch nicht. Hast du irgendwie Probleme mit dem Rollbrett oder? Ja, ich denk schon. Nein! Oh mein Gott. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Ich feiere das Wort irgendwie. Ich auch. Ich bin nicht mal mad, die ist witzig. Ich finde das so gut. Okay, wir machen das hier noch einmal. Wenn wir es nicht schaffen, dann ja, machen wir vielleicht einen Cut oder so. Je nachdem, wie lang der Part schon ist. Mal schauen. Habe ich Probleme mit dem Rollbrett? Ich weiß es noch nicht. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an diese Frage, bist du schon zurück? Ja, irgendwie schon. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Ja. Aber ansonsten muss ich immer noch sagen, ich finde diese Welt hier designtechnisch echt schön gemacht. Ja, die finde ich auch schön. Nein! Oh, ich hasse es, wenn ich über dieses eine Ding springen muss und ich kann das dann nicht aufsammeln. Das ist doch behindert. Ja, aber kannst du die Kiste dann nicht kaputt schießen? Nee, ich kann sie nicht kaputt schießen. Ich kann nur über sie springen. Oh Gott, das war ganz schön knapp. Ja, okay, ich hab's bekommen. Ah, du hast es. Immerhin. Okay, so. Okay, jetzt mit voller Konzentration. Ja, alles gut. Captain Claudelbaudel. So, wir machen erstmal das eine.
Zack, zack, zack. Und zack. Weißt du nicht, was dich erwartet? Nichts okay. Besonderes, einfach nochmal hier so durch. Okay. So, und jetzt nochmal hier durch. Mhm. Sind nur noch 6 Stück. Endspurt. Endspurt. Habe ich Probleme mit dem Rollbrett? Mal schauen. Nein, 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 oh, schickst Gott. Es nicht. Oh, danke. Oh Gott. Ich hab's geschafft, okay, super. Nice. Gute Arbeit, Spyro. Jetzt kann ich meine Maschinen reparieren. Hier, für das Ding ist kein Platz mehr in meinem Werkzeugkasten. Hab ich Probleme mit dem Rollbrett? Ich weiß es nicht. Du hast keine Probleme mehr mit dem Rollbrett. Warte mal, nur noch? Okay, wir können, warte mal, wie viel haben wir? Wir haben 15. Ah, das schaffen wir in diesem Part noch. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht da drauf. Ah! Hast du Probleme mit dem Rollbrett? Ich dachte nicht, dass das passiert. Also, warte, wir sind erst bei 15 Minuten. Ja, erst bei 15 Minuten. Was? Okay. Ja, die Zeit vergeht langsam. Kam mir jetzt viel länger vor, tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Auf geht's, mach dann jetzt! Dann können wir uns für den letzten Kram ja noch richtig viel Zeit lassen. Ja, ja, weil das Letzte, was wir machen müssen, ist das eine Ding da umbringen. Und dann haben wir's. Haben wir alle Gems gehabt? Ich weiß gar nicht. Na, da fehlen noch ein paar, aber die werden wir sicherlich finden. Ja, Digi. Okay, nee, hier müssten wir zurück, wenn... Das war der Boy. Hier geht's wieder. Ja, und da ist ja, wieder die Käsesoße. Nein, nee, also eigentlich musst du nicht tauchen. Da ist es. Ja, da habe ich was verpasst. Denn wir müssen einfach darüber ja, schießen. Verpasst nicht. Ich meine, du hast den ja gesehen, aber ich gehe mal davon aus. Rüber. Also ich habe jetzt auch gedacht, man müsste den mit einer anderen Kanone abschießen. Ja, habe ich auch gedacht. Jetzt geht er. Danke, Spyro. Hier ist die versprochene Kugel. Tut mir leid, weil sie noch klebrig ist. Was soll das denn heißen? Ja. Ja gut, der hat sie eigentlich aus einer Muschel rausgezogen, aber er ja, stimmt, was stimmt, stimmt. Dann. Ja, aus dir vielleicht. Hm. Alle Kugeln haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch. Verzeihung. Das wollte ich nicht. So. Sparks, my friendo. Show us. Okay, but wait. Gibt offensichtlich auch von der anderen Richtung noch was. Okay, hier. Gut. Dahin. Bevor wir darüber gehen, machen wir das. Warte mal. Hier unter Wasser vielleicht? Nö. Unter Wasser ist nichts mehr. Okay. Ach. Ah, da. Aber wie kommen wir denn da hin? Ach so, einfach so. Easy. Okay. Ah, da war ja noch ein bisschen was. Ah, sogar ein bisschen. Immer noch weiter zurück. Oder? Meinst du? Ja, tatsächlich. Naja, das sieht eher so aus, als ob du da hinten hin müsstest. Oder hast du. Ach, da hast du echt da unten müssen. Ach, hier, guck mal. Wow. Das war's? Super. Dann haben. Das war's. Na gut, dann können wir wieder zurück. So, genau, stimmt. Jetzt müssen wir ja noch ganz ans Ende. Nee, nach hinten. Ich kann da nicht hinfliegen, glaube ich. Okay. Du musst jetzt nochmal einmal durchs Level rennen. Aber ja, hey, gut, das geht ja schnell hier. Kein Problem. Jetzt stellt euch nicht alles so an. Meine Zeitbudget drin, würde ich sagen. Dann können wir jetzt auch nochmal dieses tolle Level angucken. Das war wirklich ja, sehr ein schön. Schnell-Speedrun. Nein, nein. Ach, Kevin. Ah. Das hätte doch jetzt nicht sein müssen. Ja, eigentlich nicht. Hast du Probleme mit dem Rollbrett? 100% des Levels abgeschlossen. Wirklich? Okay, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Verzeihung. Was Warum passiert? Sollen wir das Speedrun machen hier? Ja, ja. Bei Speedruns, ja, Speedruns passieren sehr will. Viele Fehlerchen. Und jetzt bleib einfach ganz still hier drauf stehen. Oh, genieß die Bootsfahrt. Verdammt! Ja, okay. Oh, oh, oh. Warte mal, wenn ich das hier mache. Auf das nervöse Katapult. Oh, was ist so? Oh. Ui. Gott. Hilf. Okay, super. So, dann vielen Dank. Tschüss. Okay. Auf geht's zum Gegenangriff. Oh.
Ja, eigentlich nicht witzig. Weißt du, es war voll lustig. Er hat gesagt so, nein, nein, Mann, schieß auf den. Und der andere hat gesagt dann, nein, Mann, schieß auf den. Und dann haben sie auf den geschossen. Ja, ja, das war ein Klassiker. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Und beim nächsten Part machen wir dann wahrscheinlich... Soll ich dich zu einer Welt bringen, wo du einen neuen Talisman finden kannst? Nein. Noch nicht. Okay, komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst, um eine Welt zu finden, aus der du noch keinen Talisman hast. Alles klar. Danke. Ja. Nachdem wir unterbrochen worden sind, gehen wir eventuell dann in diese wunderschöne Welt. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ah. Hast du Probleme mit dem Rollbrett?